wie komme ich in mein Google-Konto und wie kann ich eine Klassengruppe anlegen. Ich gebe ein www.google.at. Klicke ich jetzt auf Anmelden beim ersten Mal. Beim zweiten Mal sollte sich der Rechner die Anmeldedaten schon merken. Damit gibt es mehrere Konten. Ich gehe jetzt auf anderes Konto. Verwenden. Man gibt hier jetzt vorname.nachname@nms-pregerten.com ein. Klickt auf Weiter. Gibt sein Passwort ein. Voreingestellte Passwörter für Lehrerinnen. Laut Arbeitsblatt. Weiter. So. Hier klickt man auf diese Punkte, das Symbol für Google Apps, und geht auf Drive. Drive ist sozusagen die Ablage, der Speicherplatz, den man zur Verfügung hat. Hier ist wichtig zu unterscheiden: meine Ablage, das ist das, was nur ich sehe, und die geteilte Ablage. Hier kann ich Ordner und so weiter anlegen und damit für verschiedene Leute das freigeben. Ich habe zum Beispiel hier einen 2A-Ordner. Wie kann ich diesen erstellen? Ich klicke auf geteilte Alben, dann rechte Maustaste, neue geteilte Ablage. Ich sage jetzt zum Beispiel mal 3A. Ich sage es, die soll erstellt werden. Hier sollte der Ordner 3a erstellt werden, dauert ein bisschen. So, jetzt habe ich diesen Ordner erstellt. In diesem Ordner ist jetzt nur eine Person, das bin ich, als Administrator. Ich möchte natürlich jetzt die Schüler reingeben. Das muss ich jetzt leider per Hand einmal jeden Schüler eingeben, aber es ist nur einmal zu machen. Mitglieder sind der Gruppe, 3a, jetzt haben wir, wen kenne ich denn, den Thomas. haslinger@nms-pregerten.com würde ich eingeben ist. Und dann ganz wichtig, die Rechte. Thomas darf natürlich nicht Administrator sein, am besten erst nur Betrachter. Wenn er mehr Rechte hätte, der Thomas, dann könnte er zum Beispiel jetzt ein Arbeitsblatt aus diesem Ordner einfach verschieben oder löschen. So darf er es nur betrachten. Ja? Dann gehe ich auf Senden. Geht es nicht, weil ich keine richtige E-Mail-Adresse eingegeben habe. So wird das funktionieren. Senden, dann habe ich schon die zweite Person. Und so muss ich einmal alle Schülerinnen und Schüler eingeben. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, sobald ich in diese geteilte Ablage ein Arbeitsblatt reingebe, sehen das alle Schülerinnen und Schüler aus der Klasse. Und hier kann ich solche Arbeitsaufträge dann den Schülern weitergeben. Ich sehe auch hier unter Aktivitäten, was denn so los ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Elias Machacek aus meiner Klasse etwas runterlädt, dann sehe ich das hier. So habe ich ein bisschen eine Kontrolle, wer denn etwas macht und wer denn noch nichts gemacht hat. Okay.